haben von Asmodee das neue Marvel Crisis Protocol Grundspiel geschickt bekommen, die mächtigsten der Welt. Das Spiel kommt am 13.10. raus und diesmal auch das allererste Mal in deutscher Übersetzung. Und wir schauen uns heute mal die Helden an. Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer-Herz begehrt, zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Was viele Leute eigentlich gar nicht wissen, ist, dass ich eigentlich total der große Marvel-Fan bin. Ich mache sogar regelmäßig diese Marathon, wo ich einfach alle Filme in chronologischer Reihenfolge durchgucke. Und deswegen hatte ich auch total Bock, die Superhelden aus der Box zu bemalen und hätte René auf keinen Fall Spider-Man, meinen absoluten Liebling, überlassen können. In diesem Video zeige ich euch ein paar Tricks und Techniken, wie ihr, besonders wenn ihr noch nicht viel Erfahrung habt, die Modelle super schnell und trotzdem richtig schön fürs Spielfeld fertig bekommt. Deswegen konzentrieren wir uns in diesem Video auf die wichtigsten und auch schwierigsten Details der Modelle. Ich habe also angefangen, die Miniaturen erstmal zenital mit Weiß zu highlighten und mir so ein bisschen zu überlegen, wie ich überhaupt an die ganze Sache rangehe. Denn jetzt jedes Modell komplett einzeln bemalen, ist natürlich ein Zeitaufwand und man kann immer so ein bisschen schauen, auch bei Skirmish Games, ob man vielleicht ein paar Dinge im Batch Painting erledigen kann. Und da ist mir aufgefallen, dass Captain Marvel, Captain America und auch Spider-Man ja eigentlich so ziemlich das gleiche Farbschema haben und deswegen kann ich die alle richtig schön so in einem Bunch wegmalen. Einer der einfachsten Wege, Modellen schnell schon mal etwas Farbe zu verpassen und sich schon mal so ein bisschen den Weg vorzuskizzieren, wo man hin möchte, sind Contrastfarben. Der erste Schritt ist erstmal, alle Flächen mit einem passenden Contrast zu bemalen. Ich nehme mir hier Spider-Man, da er, wie gesagt, eigentlich die gleichen Farben wie auch Captain Marvel und Captain America hat und ihr hier eigentlich wunderschön dran sehen könnt, was ich damit erzielen will. Für das Blau habe ich mich hier für Achillean Green von Citadel entschieden, weil es eben diesen ganz leichten Grünstich im Blau hat, den diese Superhelden-Suits nun mal haben. Das trage ich jetzt also auf alle Flächen auf, die später blau sein sollen und achte auch darauf, dass ich nicht auf die anderen Flächen übermale. Falls ich hier und da mal ein kleines bisschen übermale, ist es aber nicht schlimm, denn wir werden alle Flächen nochmal nachziehen und falls da irgendwo ein dunklerer Fleck auf dem Rot ist, ziehen wir es eben mit dem Rot wieder nach. Das Blau solltet ihr auch leicht antrocknen lassen, weil sonst kann es passieren, dass die nassen Farben etwas ineinander laufen. Wir nehmen uns also jetzt als nächstes das Rot vor und hier habe ich mich für das Blood Angels Red Contrast entschieden. Wie schon gesagt, die gleichen Farben benutze ich auch bei den anderen Modellen, das seht ihr später nochmal im Slider. Es ist im Endeffekt wirklich genau das Gleiche. Wichtig bei den Contrastfarben ist, dass ihr sie ruhig etwas dicker auftragt. Also ihr sollt sie jetzt nicht komplett draufschlonzen, aber tragt die Farbe ruhig etwas dicker auf, denn dann gibt es auch weniger Flecken und die Farbe reißt auch nicht so zwischendurch mal auf. Gerade bei so stark texturierten Modellen wie dem Spider-Man hier kann es nämlich sonst passieren, dass die Contrastfarbe in den Lücken eine kleine Blubbelblase bildet, dann aufreißt und dann habt ihr da wieder einen weißen Fleck. Nachdem euer Contrast vollständig getrocknet ist, kommen wir jetzt zu einer der schwierigeren Aufgaben beim Contrastmalen. Und zwar müsst ihr einen Farbton finden, der möglichst genau dem Ton entspricht, den ihr jetzt gerade auf dem Modell habt. Er kann natürlich auch ein bisschen abweichen, aber so Pi mal Daumen findet man eigentlich immer einen Ton, der passen sollte. Für das Achillean Green habe ich hier das Turquoise von AK gefunden, welches wirklich perfekt passt. Allerdings wollen wir die Farbe jetzt nicht einfach nur stumpf draufziehen, sondern wir müssen so ein bisschen umdenken beim Malen. Und wo man sonst immer recht deckend malen möchte, wollen wir jetzt transparent malen. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber es ist eigentlich ganz leicht. Ihr müsst zum Transparentmalen einfach nur darauf achten, dass ihr nicht zu viel Farbe auf den Pinsel nehmt und an den höchsten Stellen anfangt zu malen. Also beim Spider-Man gerade auch einfach oben auf den Beinen, wo die Flächen am meisten Licht abbekommen. Da verbrauchen wir erstmal ein bisschen Farbe, die wir auf unserem Pinsel haben. Und je weniger Farbe wir übrig haben, desto mehr wandern wir zu den Stellen, wo das Ganze dunkler werden soll. Dadurch malen wir eben in einer etwas transparenteren Schicht, ziehen unser Contrast nach, sodass die Flecken etwas weggehen und schaffen einen Übergang, dass wir in den tieferen Stellen das Contrast einfach gar nicht anfassen müssen. Und das ist eigentlich auch der ganze Trick beim Contrastmalen. Ihr müsst das Contrast einfach wie eine Grundfarbe und Schattierung in einem sehen und mit der nächsthelleren Farbe einfach nur ein bisschen ausglätten und anfangen zu highlighten. Um die Highlights jetzt noch etwas zu verstärken und dem Modell etwas mehr Volumen zu verleihen, schnappen wir uns das Aquatic Turquoise von AK.
Dieses mischen wir 50-50 mit dem Turquoise von AK zusammen und wiederholen den gleichen Step wie vorher. Denkt wie gesagt dran, ihr könnt auch einfach 2 oder 3 Schichten machen, wenn ihr es zu den höheren Highlights nochmal heller haben wollt. Malt einfach nur nicht eine zu dicke Fläche auf einmal an. Ganz zum Schluss nehmen wir uns dann nochmal das pure Aquatic Turquoise für die absoluten Highlights und auch hier und da für einen Kantenakzent. Für das Rot nehmen wir uns jetzt erstmal ein richtig schön knalliges Rot und da ist Sanguine Blood von den neuen Vallejo Game Color Farben perfekt. Es ist eine der intensivsten Rottöne, die ich kenne und da es von Haus aus eh nicht so gut deckt, ist es eben perfekt für dieses transparente Malen. Ein wichtiger Tipp beim Rotmalen ist eben, dass wir nicht einfach nur immer heller mischen können, weil wir sonst bei Rot immer in Orange oder Rosa landen. Das Wichtige, wenn ihr schönes, helles Rot haben wollt, ist es einfach immer knalliger und intensiver zu malen. Für ein paar ganz feine Kanten nehme ich mir ein bisschen Ice Yellow und mische es in mein Sanguine Blood, aber setze damit wirklich nur hier und da eine kleine feine Kante, da es sonst wie gesagt entweder Orange oder Rosa wird. Und das wollen wir nicht. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Details wie die Spinne auf der Brust und die Augen. Die Spinne und die Umrandung von den Augen male ich erstmal einfach nur in einem Schwarz an und das Innere der Augen in einem sehr hellen Grau. Die Augen tusche ich jetzt nochmal ein bisschen mit Nullenöl von Citadel ab. Das macht das Ganze einfach nochmal so ein bisschen gedämpfter und wenn ich jetzt mit Weiß nochmal drüber gehe, habe ich so einen schönen leichten Verlauf. Die Umrandungen der Augen und natürlich auch die Umrandungen der Spinne highlighte ich dann nochmal mit einem hellen Grau, um dem Ganzen nochmal so ein paar feine Kantenakzente zu geben und dass das Ganze nicht so im Suit untergeht. Und mit dieser Methode könnt ihr im Endeffekt alle Figuren aus der Box anmalen. Es geht unglaublich einfach. Einfach alle Grundfarben mit Contrast einblocken, in 1 bis 2 Schichten mit verschiedenen Farben transparent highlighten, restliche Details und Kanten und fertig. Es sieht am Ende so gut aus und geht tatsächlich einfach unglaublich schnell. Auch bei unserem Ironman habe ich hier das Rot eben mit dieser Contrast-transparenten Nachziehgeschichte gemacht. Das Gold ist allerdings wieder etwas kniffliger, deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal genauer. Bei Non-Metallic Metal, also Metall, das nicht mit metallischen Farben gemalt wird, heißt es eigentlich immer direkt, ui, das ist eine richtig schwere Technik, das ist nur was für Profis. Aber wir können uns diesen kleinen Fakt, dass diese Superhelden aus Comics stammen, ein bisschen zunutze machen, indem wir so ein bisschen tricksen und einfach unser Non-Metallic Metal als so ein bisschen Comic-Stil-mäßig verkaufen. Zuerst bemale ich dafür alle Stellen, die später Gold werden sollen, mit British Khaki von AK. Hierbei achte ich aber ganz besonders darauf, die Linien zwischen den Panzerplatten nicht zu bemalen, dass diese dunkelrot bleiben. Das spart mir hinterher wieder das Blacklining und lässt einfach mehr Kontrast in der Fläche, wodurch es wieder metallischer aussehen wird. Mit Dirty Yellow von AK skizzieren wir uns jetzt die Flächen raus, die später schön hell und shiny sein sollen. Mit Skizzieren meine ich wirklich einfach nur grob die Flächen anmalen. Ihr müsst hier nicht blenden. Achtet einfach darauf, dass ihr die Stellen hellgelb malt, wo ihr denkt, dass das Licht drauf scheinen würde. Zusätzlich noch ein bisschen die Kanten der Flächen nachziehen und ruhig hier und da so eine kleine Zwischenreflexion einbauen. Um die Farben jetzt so ein bisschen zusammenzuführen, schnappen wir uns das Furrigan Orange Shade von Citadel. Das klatschen wir jetzt auch tatsächlich einfach einmal komplett über die Flächen, die Gold werden sollen. Ganz egal, Dirty Yellow, British Khaki, alles einmal komplett shaden, nur darauf achten, dass ihr natürlich nicht auf das Rot malt. Dadurch sind die beiden Farben jetzt schon mal ein bisschen näher zusammengekommen, haben natürlich noch so ein bisschen diesen ruppigen Übergang, aber wie gesagt, da sagen wir einfach, das ist ein Comic-Stil. Das soll so ein bisschen rougher aussehen. Damit das Ganze jetzt aber langsam nach einem strahlenden Gold aussieht, schnappen wir uns nochmal das Dirty Yellow und ziehen die Highlightflächen, die wir uns eben gesetzt haben, nochmal nach. Allerdings nicht komplett. Ihr solltet darauf achten, dass ihr was von der getuschten Schicht noch übrig lasst. Dass ihr quasi wirklich diese 3 Schritte des British Khaki, getuschtes Dirty Yellow und pures Dirty Yellow klar zu sehen habt. Und als allerletzten Schritt schnappen wir uns jetzt noch ein bisschen Ice Yellow und setzen ganz fein an die allerhöchsten Stellen noch hier und da ein paar Kantenakzente und Striche, damit es so richtig schön shiny reflektierend aussieht. Jetzt kommen wir zu einem Detail, das einige Modelle aus der Box haben, ihr aber leider nicht einfach nur mit Contrast wegcheaten könnt, und zwar Gesichter. Aber keine Sorge, Gesichter sind, wenn man einmal weiß wie, auch überhaupt nicht schwierig.
Den größten Fehler, den Anfänger bei Hautmalen machen, ist vor allem eine Farbe direkt aus dem Pöttchen zu verwenden. Denn eigentlich alle Hersteller, die Hauttöne anbieten, haben die Töne ein bisschen zu unrealistisch gemacht. Die sehen einfach irgendwie ja nicht realistisch genug aus, aber das lässt sich richtig einfach fixen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Grundhautton. Ich habe hier jetzt Brown Rose von AK benutzt. Ihr könnt aber an sich eigentlich jeden Hautton benutzen, den ihr wollt. Ein dunkles Grün-Blau, ein Rot und ein Gelbton und für später noch ein Off-White. Für die restlichen Farben habe ich Dark Sea Blue, Sanguine Blood, Sunny Skin Tone und Ice Yellow gewählt. Wir beginnen damit also jetzt unseren Basis-Hautton anzumischen. Kleiner Tipp von mir, ich mache meistens so viel von dem Blau, so viel von dem Rot und so viel von dem Gelb rein. Nur so, als Verhältnis. Haben wir den Grundton auf unser Gesicht aufgetragen, mischen wir uns jetzt also ein wenig Rot und ein wenig Blau in unseren Ton rein und klatschen das einfach mal in die Ebenen des Gesichts, die etwas schattierter sein sollten. Also besonders die Kinnpartie, die hinteren Wangenknochen, die Augenhöhlen, um die Nase und auch den Mund. Der nächste Schritt ist, wieder unseren Grundton zu nehmen und genau wie beim Contrast mit einer etwas transparenteren Schicht dann jetzt die Flächen wieder rauszuarbeiten, die eben nicht dunkler sein sollten. Dadurch, dass wir auch hier wieder in einer transparenten Schicht malen, können wir einfach wieder sicherstellen, dass wir keine aufwendigen Wet Blendings machen müssen, sondern einfach nur in ein, zwei Schichten das Ganze ein bisschen hochmalen. Und jetzt beginnen wir auch schon mit dem Highlighten. Wie wir eben das Ganze ins Dunkle gemischt haben, nehmen uns jetzt also das Sunny Skin Tone und mischen unseren Basiston etwas heller. Und hier fokussieren wir uns auch wieder in einer etwas transparenteren Schicht auf die hohen Stellen des Gesichts. Also die Stirn, die Nase, die Wangenknochen, den Amorbogen über der Lippe und natürlich auch das Kinn. Ihr könnt das Ganze danach dann auch nochmal mit dem Ice Yellow aufhellen und im Endeffekt so hell gehen, wie ihr möchtet. Ich bin immer ein Fan davon, relativ helle Töne am Ende zu benutzen, die ich dann aber wirklich nur noch ganz gezielt auf die Nasenspitze, die Kinnoberste Spitze, ganz hinten die Wangenknochen so ein ganz bisschen zu highlighten, weil dadurch das Gesicht einfach nochmal so mehr Volumen bekommt und ein bisschen mehr strahlt. Als letztes Detail zeige ich euch etwas, was wirklich extrem wichtig im Marvel-Universum ist. Explosion. Früher hatte ich vor solchen Effekten immer besonders viel Respekt und auch etwas Angst, denn sie sehen immer so cool aus und sind auch so richtige Eyecatcher, aber ich wusste nie so wirklich, wie ich das Ganze angehen soll. Deswegen zeige ich euch jetzt mal einen richtig entspannten Weg, so etwas zu machen. Als allererstes nutzen wir wieder unser zenitales Highlight und klatschen auf die Explosion Bad Moon Yellow Contrast von Citadel drauf. Das ist ein wirklich super grelles gelbes Contrast, welches meiner Meinung nach als Contrast aber trotzdem erstaunlich gut deckt. Als nächstes nehmen wir uns Griffhound Orange Contrast und dieses setzen wir direkt neben das Bad Moon Yellow, aber während es noch nass ist. Das bedeutet, wir setzen erstmal vor dem Bad Moon Yellow an, malen da so ein bisschen Griffhound Orange drauf und ziehen dann die beiden Farben ineinander. Hierbei müsst ihr nur ein bisschen darauf achten, wenn ihr merkt, ihr habt zu viel Orange auf dem Pinsel, dass ihr euren Pinsel einfach nur kurz einmal abstreift und dann wieder etwas von dem nassen Gelb wieder mehr Richtung Orange zieht. Dass ihr euch eben nicht das komplette Gelb wegmacht, sondern sie wirklich einfach schön flüssig ineinander überlaufen lasst. Als nächstes nehmen wir uns dann noch Baal Red Contrast von Citadel. Das ist, finde ich, mit das knalligste, intensivste Rot von den Contrast-Farben und ideal geeignet für solche Effekte. Hier wiederholen wir eigentlich auch einfach nur wieder den gleichen Step. Wir setzen es wieder etwas weiter außen an, mischen es dann so ein bisschen mit dem Griffhound Orange zusammen, schauen aber, dass wir hier wirklich klar die Ebenen Gelb, Orange, Rot sehen können, aber sie nicht einfach nur nebeneinander gesetzt aussehen. Jetzt lassen wir das Ganze einmal gut durchtrocknen und wenn das dann passiert ist, nehmen wir uns einmal Cornred von Citadel, also so ein richtig schön dunkles Rot, welches aber dennoch noch recht intensiv ist und das werden wir jetzt einmal trockenbürsten. Haben wir das Ganze einmal mit Cornred abgebürstet, nehmen wir uns jetzt Abaddon Black von Citadel und machen das Gleiche nochmal. Allerdings ein bisschen feiner, dass wir auch hier quasi wieder so ein bisschen diesen Übergang haben von da sieht man das Cornred und da hat man dann das Schwarz. Das wollt ihr auf den Rändern dann besonders gut fokussieren, weil es ja so nach außen hin dann qualmig, rauchig wird. Und genau das stellen wir damit dar. Damit wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen mehr zusammenbringen, schnappen wir uns einmal das Cassandra Yellow Shade von Citadel.
Das ist einfach nur ein gelbes Shade, das uns hier nochmal so ein bisschen als Filter unterstützt. Das klatschen wir einmal eigentlich komplett über die Explosion drauf, also auch ruhig bis zum Schwarz hochziehen. Und das führt die Farben eben einfach nochmal ein bisschen zusammen. Sieht es nicht so abgehackt aus, kriegt nochmal ein bisschen mehr Gelbstich. Und meiner Meinung nach sieht es jetzt eigentlich schon sehr, sehr gut aus, dafür, dass es wirklich gar keine Arbeit war. Und das war es dann eigentlich auch schon. Mit diesen Techniken könnt ihr alle Helden aus der Box bemalen. Und wenn ihr dem Contrast ruhig nochmal eine Chance gebt, werdet ihr sehen, wie unglaublich schnell ihr richtig schöne Ergebnisse erzielen könnt. Ein bisschen Übung ist dabei, aber glaubt mir, diese Marvel Crisis Protocol Figuren sind dafür wirklich perfekt. Ich persönlich hatte unglaublich viel Spaß dabei, die Figuren zu bemalen, da sie richtig schöne Details haben, auch ein etwas größeres Scaling als normale Tabletop-Figuren haben und sich dadurch einfach richtig schön anfühlen beim Bemalen. Mein persönliches Highlight war tatsächlich Iron Man. Auch wenn ich eigentlich am allerliebsten Spider-Man mag, hat mich Iron Man dann doch überrascht, wie gut auch bei dieser komplett glatten Rüstung die Technik mit dem Contrast funktioniert hat. Viele sagen immer, dass man das eigentlich nur machen kann, wenn es super strukturiert ist, wie Schuppen oder Fell. Und ich finde, ich habe hier mal ein bisschen das Gegenteil bewiesen, dass es auch auf glatten Flächen mit der richtigen Technik unglaublich gut aussehen kann. Und das Gold Non-Metallic auch eigentlich jeder kann. Ich hatte wirklich unglaublich viel Spaß, bin extrem zufrieden mit dem Ergebnis und hoffe natürlich, dass ich euch hier ein paar Techniken zeigen konnte, die euch beim Bemalen helfen werden. Vielen lieben Dank nochmal an Asmodee für das Sponsern dieser Videoreihe und natürlich auch an Games Island für das Sponsern vom gesamten Kanal. Aber natürlich das riesig liebste Dankeschön von allen an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks, ohne die das Ganze hier überhaupt nicht möglich wäre. Und zwar Argentum, Daniel, Fandre, Frederik, Goblinlord, Jan, Pingu Tobi, Kurugawa, Sebe, Rayback, Alekleid, Alexander, Astarov, Kluin, Dennis, Felix, Frank Peter, Breckel, Guano Master, Hopfi, Yasi, Cornflake, Kilian, Lord Sicilius, Lysander, Manfred, Manu, Markus, Matthias, Melis, Michael, Mitch, Nagashur, Nörgel, Patrick, Pankala, Ruby, CG und Sumsi. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!